Aber das war gar nicht so einfach. Wie der Hexer bald erfuhr, war ich den Bossen der Unterwelt Novigrads in die Quere gekommen und verschwunden. Der zuverlässige Geralt fand heraus, dass ich im Kerker der Tempelwache hockte. Geralt und seine Freunde schafften es, mich zu befreien. Und das war auch gut so, denn ich wusste tatsächlich, was Ciri widerfahren war. Leider weilte sie schon nicht mehr in Novigrad. Ein Schwarm von Banditen war uns auf den Fersen gewesen. Dann hatte die Tempelwache uns umzingelt. Da war sie mit einem heißen Blitz verschwunden. Wohin? Wusste ich auch nicht. So, willkommen zurück. Lass sie rein, wenn sie unbedingt wollen. Die Schwarzen, gerade vielleicht Schlag 3. Danke, wir sollen Rittersporn finden. Wenn sie die Haufen im Winter anzünden würden, könnten wir... Mal eben was nachgucken. Alchemie. Verbesserte... Das sind Bomben. Heißt es hier? Ich habe hier alles. Okay, ich wollte mal gucken, ob ich... Verbesserte Katze. Was brauchen wir denn dafür? Okay. Können wir uns das auch herstellen? Verbesserte Schwalbe. Da brauchen wir überall dieses Ding hierfür. Keine Ahnung, wo es das gibt. Ja, ich glaube, wir müssen so... Dann wärmen! Jetzt bringen sie uns nichts! Dann gehen wir erstmal gucken, wo Rittersporn abgeblieben ist. Du willst Chase! Oh! Bevor wir nach Skellige übersetzen... Ärger. Gebummelt wird nicht! Werden wir so erstmal mal gucken, dass wir alles aufgefüllt kriegen. Polly, alles in Ordnung? Ich. Selbstsüchtige Wichser allesamt. Hallo? Was ist denn das für ein Krawall? Polly und ihr schwachsinniger Verlobter streiten sich. Sie ist in dieser Stadt die Einzige, die sich mit Choreografie auskennt. Und dieser Armleuchter lässt sie nicht für mich arbeiten. Moment mal, was machst du hier eigentlich? Wir wollten uns doch im Rosmarin treffen. Wollten wir, aber du bist nicht aufgekreuzt. Priscilla hat angefangen, sich Sorgen zu machen. Da wollte ich mal nach dir schauen. Priscilla hat sich Sorgen gemacht? Wie schön. Für sie nicht so sehr wie für dich. Gehen wir. Hast du nicht gehört, was da drinnen vor sich geht? Wir müssen Polly helfen. Warum landen schöne Frauen bloß immer bei solchen Arschlöchern? Keine Ahnung. Geh zurück. Ich trete die Tür ein. Warte. Müssen wir ihr das Haus kaputt machen? Sie hat hier irgendwo einen Zweitschlüssel. Woher weißt du, dass sie diesen Zweitschlüssel hat? Wir arbeiten ja nicht erst seit gestern zusammen. Bevor Polly sich mit diesem Rubio eingelassen hat... Hast du sie oft besucht? Habe ich mich hier verkrochen, wenn Priscilla und Polly im Rosmarin und Thymian geprobt haben. Sie haben Tanznummern einstudiert und ich habe komponiert. Also ist Polly nicht eine deiner... Ich trenne Geschäft und Vergnügen stets sorgfältig. Und Priscilla ist die Ausnahme? Die sich ja sorgt um uns, wie du gerade sagtest. Also genug geschwätzt und frisch ans Werk. Oh Mann. Gut, suchen wir den Schlüssel. Das ist auch so ein Armleuchter. Verdammt, wo würde sie...
Nicht hier. Ich. Selbstsüchtige. Ach, der Schlüssel. Je mehr ich trinke, desto schlauer werde ich. Das halte ich ja auch für ein Gerücht. Was zum Teufel soll denn das? Raus aus meinem Haus! Pass bloß auf und lass die Frau in Ruhe. Ja, zum... Das ist meine Verlobte! Aber nicht dein Eigentum. Ich liebe sie! Ich lasse nicht zu, dass sie im Bordell den Hintern schwingt! Jetzt mal langsam. Hier liegt eindeutig ein riesiges Missverständnis vor, das ich im Handumdrehen aufklären kann. Schieb dir deine Ausreden in den Arsch! Verpiss dich, sonst spalte ich dir den Schädel! Mein Freund war höflich, also sei du auch höflich und hör ihn an. Sonst regeln wir das alles anders. Na gut, red schon. Hubio, nicht? Polly hat mir so viel von dir erzählt. Sie hat dich als gebildeten, weltoffenen Menschen beschrieben. Das hast du? Na, es stimmt ja auch. Ich bin sehr weltoffen. Ja, sieht man. Aber nur bis zu dem Punkt, an dem meine Verlobte im Puff mit dem Arsch wackeln will. Raus mit euch beiden. Polly geht nirgendwo hin. Lass ihn ausreden. Das hier hat nichts mit einem Bordell zu tun. Siehst du, mein Freund, Geralt hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Was du da hast, ist ein veraltetes Werbeplakat. Veraltet? Durchaus. Zu dieser Zeit war mein Etablissement noch unter anderer Leitung. Ich hingegen würde in meinem Kabarett niemals irgendwelche Anstößigkeiten dulden. Schon meine Reputation verbietet das. Worum geht's denn dann? Deine Verlobte ist eine erstklassige Künstlerin und ich möchte ihr eine Position bieten, die ihrem Talent entspricht. Sie soll meine Choreografin sein. Was wiederum bedeutet, dass sie einen Anteil der Erlöse jeder Vorstellung bekommt, die sie choreografiert. Du meinst... Geld? Und Ansehen. Schäkern gehört nicht dazu. Mein Wort drauf. In diesem Fall, schätze ich... Ich wusste, du würdest einverstanden sein. Das wäre also geklärt. Wir sehen uns im Rosmarin, Polly. Ich geh schon mal. Ich hol dich ein. Meine Güte. Puh, hätte nie gedacht, dass es so gut läuft. Ja, gut gemacht. Geschickt von dir, Rittersporn. Nachdem du ihn gebildet genannt hast, war er Wachs in deinen Händen. Ob Verhandlung oder Gefecht, man muss die Schwachstelle des Gegners finden und ausnutzen bis zum Schwertheft. Also, gehen wir endlich zurück? Ich muss noch bei Rautleck vorbei. Bei dem habe ich vor kurzem neue Plakate bestellt. Aber Hubio hat die alte Version gefunden. Verfluchter Künstler. Der wird was erklären müssen. Okay. Wer ist Rautleck? Nie von ihm gehört? Henry Rautleck, berühmter Porträtmaler. Du hast einen Porträtmaler damit beauftragt, deine Plakate zu malen? Er ist ein alter Freund und er brauchte das Geld. Und ich fand, dass wir neue Plakate brauchen, um für die Eröffnungsvorstellung zu werben. Die Plätze füllen sich nicht von allein, weißt du? Ich gehe zu Rautleck und du gehst zum Rosmarin zurück. Sonst reißt Priscilla mir den Kopf ab. Wirklich? Würdest du hingehen? Nein, ich beliebe zu scherzen. Sag mir, wo ich ihn finde. Am Hafen. Bis bald also. Am Hafen. Komm schon. Na gut. Ein Kopper? Oder zwei? Nein, nee. Das ist doch klar, das ewige Feuer. Weißer, hey, schau du. Mal hier drüben. Hast du ich hab ne Flechte! Unglaublich. Hilfe, rette mich. Ich sterbe. Fantastische Vorstellung. Im Leben muss man was riskieren. Und nicht manchmal. Hilf einem armen Kerl. Pass auf, oh, jetzt bin ich mal gespannt, was der zu seiner Verteidigung sagt. Ich hatte nur einen einzigen Humpen. Ich will kein verbranntes, süßes Brötchen mitnehmen. Was ist denn hier passiert? Ich suche Rautleck.
Da bist du nicht allein. Der verdammte Halbling hat Schulden bei der halben Stadt. Ich hole mir meine, bevor der Kadaver komplett abgenagt ist. Es reicht nicht für alle, also schwör ab. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Nehmt, was ihr wollt. Ich bin nur wegen ein paar Plakaten hier. Bist du taub? Hast mich nicht gehört? Das gehört jetzt alles mir. Verpiss dich, Mutant. Und ich hab gedacht, wir können das friedlich klären. Das wirst du bereuen, Mutant. Na komm schon. Hallo. Boah. Wieso kann ich mich denn jetzt nicht wegrollen? Ey! Was ist... Was war das denn? Was immer Rautleck dir schuldet. Alles in diesem Haus gehört mir. Willst du was zurück? Geh zum Wegelbut-Anwesen. Da verwettet Rautleck seine letzten Kronen bei den Rennen, schätze ich. Was war das? Ich konnte überhaupt nichts machen. Ich konnte überhaupt nichts machen. Nö, ich... Wartet mal. Laden. Das, das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Der Hexer bald erfuhr, war ich den Bossen der Unterwelt Novigrads in die Quere gekommen und verschwunden. Der zuverlässige Geralt fand heraus, dass ich im Kerker der Tempelwache hockte. Geralt und seine Freunde schafften es, mich zu befreien. Und das war auch gut so, denn ich wusste tatsächlich, was Ciri widerfahren war. Leider weilte sie schon nicht mehr in Novigrad. Ein Schwarm von Banditen war uns auf den Fersen gewesen. Dann hatte die Tempelwache uns umzingelt. Da war sie mit einem Eisenblitz verschwunden. Wohin? Wusste ich auch nicht. Ich konnte gerade weder ausweichen, noch blocken, noch sonst irgendwas. Es hat überhaupt nichts. Das war irgendwie ein bisschen komisch. Hey, oh. Ne, ich kann... Blocken funktioniert nicht. Ja, Mausspinn schon wieder. Jetzt. Okay, jetzt soll es wieder gehen. Hallo. Ich suche. Da bist du. Ja, das hatten wir schon alles. Trotzdem will ich nur Plakate. Nehmt, was ihr wollt. Bist du taub? Ah, und ich. Okay, ich kann hier drin nicht rollen. Ich kann nicht hier, gut. Ich kann hier drin nicht ausweichen und nicht blocken. Das wirst du bereuen, Mutant. Ey, das ist ja ein Scheiß. Das. Ich kann hier drin nicht was ausweichen hier, und nicht blocken. Das ist doch eine Verarsche. Das ist doch eine Verarsche, ey. Das ist doch ein Witz. Aber das war gar nicht so einfach. Also, wie der Hexer bald erfuhr, war ich den Bossen der Unterwelt Novigrads in die Quere gekommen und verschwunden. Der zuverlässige Geralt fand heraus, dass... Was soll das denn? Tempelwache hockte. Geralt und ich kann in dem Haus nicht ausweichen, nicht mit der Rolle und auch nicht normal. Tatsächlich, was Ciri widerfahren. Und blocken funktioniert leider auch nicht. Schon nicht mehr in Novigrad. Ein Schwarm von Banditen war uns auf den Fersen gewesen. Dann hatte die Tempelwache uns umzingelt. Da war sie mit einem heißen Blitz verschwunden. Das ist irgendwie blöd. Wusste ich auch nicht. Das ist irgendwie sehr blöd. Dass ich nicht. Vielleicht da nicht. Ja, doch, das geht aber. Ja, so das ist doch Blocken im Kampf, ob ich dazu. Wartet mal. Wow. Bla, springen. Da genau, Angriff parieren, rechte Maus, ja. Funktion ist rechte Maus, das klappt irgendwie nicht. Zeichen ist
Kann ich hier direkt eine reinhauen? Ich such. Da bist du. Ihr werdet ihn nicht ausrauben. Komisch. Ich kann mich nicht entsinnen, dich um Erlaubnis gebeten zu haben. Auf ihn, Fred! Halt, schlag doch! Boah! Scheiße! Was ist... Das ist ja mal so... Das ist totaler Scheiß! Ich kann ja nicht vernünftig... Er blockt hier nicht vernünftig. So, meine Güte. Sag mir, was du willst, verdammt. Plakate. Hier sind aber keine scheiß Plakate. Und Rautleck, wo ist der? Wie immer, auf dem Anwesen der Wegelboots. Die letzten Kronen verwetten. Na, war doch ganz einfach. Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Meine Güte. Das war irgendwie eine schwere Geburt. Wollte einfach nicht. Naja. Am Ende hat es ja funktioniert, alles gut. Wer einen Magier bei sich versteckt, wird an seiner Seite brennen. Es hört einfach nicht auf zu regnen. Mir verfault das Obst auf dem Wagen. Also weiter, dann lass es. Weitergehen! Oh, ein Wolken. Ja, so kann man es auch nennen. Wieder Zettel. Okay. Können wir auf dem Rückweg mal gucken. Oh, meine Güte. Das Pferd ist so schlimm wie... Keine Ahnung. Notbremsassistent im LKW funktioniert ja auch nicht vernünftig. Schon, was der Plakatmaler gleich sagt. Huch. Dann müssen wir gleich wahrscheinlich erst noch wieder ein Rennen machen, ne? Bevor der mit uns redet. Na, Rautleck. Du stehst wohl mit einer ordentlichen Summe in der Krallen. Aber du kneifst doch nicht. Oh. Hallo. Bist du Rautleck? Henry Rautleck. Künstler, Maler, Schuldner und Märtyrer meiner Kunst. Zu deinen Diensten. Rittersporn schickt mich. Oh ja, sag ihm, dass seine Plakate fertig und sicher versteckt sind. Aber ich kann nicht nach Hause gehen, weil mir da eine Bande wütender Gläubiger auflauert.
Einem bin ich begegnet, glaube ich. Dann kennst du ja meine Zwangslage. Und jetzt hat Graf de Louverten mir in Aussicht gestellt, alles zurückzugewinnen. Ich soll auf ein Rennen wetten. War klar. Großzügig. Das könnte sich nicht jeder leisten. De Louverten ist ja auch nicht irgendwer, sondern der jüngste Sohn von Herzog Sein. Aus der bekannten Juwelenhändlerfamilie. Eine Schuld mehr oder weniger bedeutet ihm nichts. Worum machst du dir denn Sorgen? Das ist deine Chance, wieder auf die Füße zu kommen. Ich habe in letzter Zeit so oft Pech. Wenn ich de Louvertens Angebot annehme und verliere, bin ich ihm für immer ausgeliefert. Machen wir es so. Ich nehme teil, du wettest auf mich, gewinnst, zahlst deine Schulden und gibst mir die Plakate. Bist du so ein guter Reiter? Jedenfalls nicht der schlechteste. Sag dem Grafen, dass du das Angebot annimmst. Ich hoffe, es geht gut. Beweg dich! Los doch. Jedenfalls nicht der schlechteste, ja. Huch! Wir hätten da das Pferd im Halteverbot geparkt. Eine Runde, wie? Ja. Danke. War eine kleine Das hätte Runde. Ich nicht erwartet. Darf ich fragen, womit ich deine Großzügigkeit verdient habe? Sagen wir einfach, dass ich hin und wieder gern eine gute Tat tue. Können wir jetzt diese Plakate holen? Ich bringe sie ins Rosmarin und Thymian, sobald ich meinen Verpflichtungen nachgekommen bin. Prima. Wir sehen uns dort. Wir haben zu viel. Mal wieder. Wir haben nur einen Gegenstand. Okay. Wie viel zu viel haben wir denn? Oh. Plötze, wir haben was Neues für dich. Boah, ist ja scheiße. Der ist natürlich genauso mies. Und die ganzen Trophäen könnten wir eigentlich auch mal wegtun. Man weiß schließlich nie, wann er der Hexerei angeklagt wird. Nun. Dann wollen wir zurück. Na lauf. Ach komm schon. Da passt du nicht durch. Was ist denn mit dir falsch? Was ist das denn? Geh halt hierher, wenn ich über den Weg nicht hierher komme. Mein Bruder ist in Temerien geblieben. Hallo, wirklich? Schnell. Ort
Ordnung muss sein. Sehe ich auch so. Oh! Der Zwerg stand im toten Winkel. Besser sein als die Vergangenheit. Weiße Haare, wie ein Müllersohn. Aha. Ein Mörder. Oh, die Wirbel jagt euch alle aus dem Meer. Du hast keine Ahnung. Heute ist große Eröffnung. Fangen wir in G-Dur an. Hallo. Ah, die Truppe hat hart gearbeitet, wie ich sehe. Nicht übel. Nein, gar nicht. Aber ich hätte doch etwas, du weißt schon, theatergemäßeres erwartet. Was ist mit Rautleck? Hast du die Plakate bekommen? Rautleck hat gesagt, dass er sie selber bringt. Er müsste bald hier sein. Wunderbar. Besser kann ich das Chamäleon nicht bewerben. Du hast gar nicht erwähnt, dass du den Namen änderst. Rosmarin und Thymian war nicht verkehrt, aber man assoziiert temerische Küche damit, serviert von Kellnerinnen im Bauernaufzug. Ein Chamäleon passt viel besser zum Kabarett. Außerdem betont der Name, dass der Ort jetzt ganz anders aussieht. Klingt insgesamt einfach besser. Was ist mit der Choreografie? Habt ihr für die Eröffnung was Besonderes vorbereitet? Nicht wir, sondern Polly. Sie ist unbezahlbar. Kam rein und hatte die Mädchen auf Linie, bevor ich Unterwäsche sagen konnte. Bei der Premiere wird es stehende Ovationen geben und kniende gleichzeitig. Dann ist wohl alles bereit. Wann ist die Eröffnung? Bald. Wir haben in einer Stunde Kostümprobe. Ich muss nur noch schnell mein Kleid holen. Das geht doch eh schief. Danke für alles. Keine Ursache. Meine Träume vom Kabarett werden wohl wahr. Zur Feier eine Runde auf meine Rechnung? Gern. Warum nicht? So lob ich mir das. Der Vorarbeiter hat dich und Priscilla reden sehen. Das stimmt. Und? Hat sie was über mich gesagt? Was weiß ich doch jetzt nicht mehr. Ja, dass du fett bist und stinkst. Sie hat deine Vernunft gelobt. Weiß ich nicht mehr, warum fragst du. Das zweite war's. Sie hat was gesagt, was mich an ihrem Verstand hat zweifeln lassen. Was denn? Dass du verantwortungsvoll bist und mit beiden Beinen auf dem Boden stehst. Du nimmst mich auf den Arm. Diesmal nicht. Eins lässt mir keine Ruhe. Wie hast du Sophronia dazu gekriegt, dir was zu leihen? Oh, das war nicht einfach. Unsere Vorstellung hat sie so aufgeregt, dass ich ihr 4 Stunden lang was vorlesen musste. 4 Stunden lang der Mantel und der Degen. Das heißt, ihr habt also nicht... Bist du irre? Für wen hältst du mich? Sie verspätet sich. Natürlich. Sie weiß, wie wichtig mir dieser Abend ist. Natürlich weiß sie das. Sie wirft sich bestimmt nur in Schale. Das dauert, weißt du? Dann ist es wahr. Die Eitelkeit der Frauen kennt keine Grenzen. Meister Rittersporn. Priscilla. Sie... Was? Sprich, Mann! Sie ist schwer verletzt. Sie wurde angegriffen. Man hat sie ins Wilmerius-Hospital gebracht. Angegriffen? Sie ist verletzt? Gerald, komm mit, bitte! Natürlich. Gehen wir. Jawohl, auf geht's! Aber, Freunde, das machen wir beim nächsten Mal. Für heute war's das. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei und ich sage erstmal bis dahin und ciao.